zweite Test wird eine etwas größere Herausforderung für das Gerät. Und zwar machen wir eine selbstgemachte kleine Guacamole. Dazu nehmen wir etwas Wasser. Zwiebeln. Limetten. Und das müsste es sein. Jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Schauen wir mal, wie er sich mit so einer klebrigen Masse schlägt. Oh, beinahe vergessen. Kleines bisschen Minze noch. Das hat ganz schön nach oben gespritzt. Und die Guacamole ist okay, ich habe ein bisschen zu viel Wasser benutzt, aber ansonsten sieht sie sehr gut aus und wird einen tollen Dip abgeben.